Tja, danach hat er einen Hirntumor gekriegt. Das hat er nicht ausgehalten. Das hat er einfach nicht ausgehalten. Das hat er einfach nicht ausgehalten. In seiner Akte stand noch was. Das fand ich schon sehr irre. Die DDR hatte ja die Idee, West-Berlin zu übernehmen. Da gab es richtige Pläne. Die NVA wusste genau, sie marschieren da und da rein, Rudolf-Wiesel-Brücke wird besetzt, dass die Franzosen und die Engländer nicht zusammenkommen und die Besetzung muss schnell gehen, denn werden die Amis schon akzeptieren, sie sind jetzt gerade chancenlos und dann ziehen die alle ab. Und dann ist dieses Krebsgeschwür West-Berlin endlich weg. Als erstes schalten wir den Rias ab. Den Rias haben sie immer besonders gehasst. Es gab ja diverse Sprengstoffanschläge auf die Rias-Türme. Weil der Rias war, Karl Eduard geschäumt. Geschäumt hat Karl Eduard über den Rias. Ja, und dann hat er einen Plan gefunden. Alle Westberliner Beamten ab A12 Besoldungsgruppe wurden nach der Übernahme von Westberlin durch die NVA alle erstmal verhaftet. Alle. Und es gab schon Belegungspläne, in welches Gefängnis die denn kamen, mit wem auf dem Zimmer. Er hatte zum Beispiel ein Zimmer in Cottbus mit dem Baustadtrat von Neukölln, mit dem Gesundheitsstadtrat von Wilmersdorf, er als Schulleiter und SPD. So. Und dann sollten die alle gecheckt werden und dann hast du wahrscheinlich die Möglichkeit gehabt, eine Zustimmungserklärung zu unterschreiben, dass du ab jetzt IM bist und am besten in eine Partei einsteigst und dann hättest du deinen Job wieder übernehmen können oder du hättest ausreisen können. Und dann dachte ich mir, was muss das für eine Logistik sein? Was hat dieser Staat für Ressourcen? Alleine ein Belegungsplan für alle Westberliner Beamten über A12. Mensch, die hätten doch ihren Bürgern Eigenheime bauen können davon, ja? Ihr hättet alle einen Ford Stingray fahren können für das Geld. Unbeschreiblich. Zu teuer war es nicht. Heute macht es der Computer, damals hat er nichts zu tun. Also setze ich mich eben 8 Stunden hin und denke, wie ich was mache, wie ich was belege. Also wo ich denke, Wahnsinn. Ja. Hättet ihr doch einen MacPom Hanf angebaut. Was? Selbst da finden sie das Hanf. In den Maisfeldern. Ja, selbst da finden sie das. Ja. Hanf anbaust. Ja. Ich weiß bei uns allein hier, die haben doch nichts zu tun. Die sind den ganzen Tag rumgeschnurrt und verschwanden so wieder, haben ihre Sitzungen gemacht. 4 Stunden, dann waren sie wieder 5 Stunden bei uns. Ich dachte, den ganzen Tag. So, aber macht man den ganzen Tag. Und das 40 Jahre lang, ja, was tun das denn nicht? Ja, wie Peraberus, der große Verrat. Wenn immer Verrat in eurer Biografie ist, ich rate ja oft, sich die Akte nicht anzugucken. Es gibt Sachen, die muss man nicht wissen. Die muss man nicht wissen. Es gibt einfach, also ich muss Sachen nicht wissen. Ich habe auch mit meiner Frau ja viele Jahre eine sogenannte offene Beziehung geführt. Und da war mir auch ganz klar, ich will nicht wissen, wenn die mal, weiß ich wen, mal küsst. Das will ich nicht wissen. Ich will wissen, wenn sie unsere Beziehung in Frage stellt. Also ich möchte nicht mit der gepackten Tasche konfrontiert werden. Da möchte ich eine Chance haben. Aber ich muss nicht wissen, wen sie wann mal küsst. Hauptsache sie küsst mich noch, aber das andere muss ich nicht wissen. Aber ich bin kein Steinbock, das gebe ich zu. Bei Steinbocken muss ja einmal alles wahrhaftig sein. Wahrhaftig und sofort. Einmal nur daran gedacht, ich küsse Ulrich, muss ich sofort nach Hause sagen, ich habe darüber gedacht, Ulrich zu küssen. Du, das hat bei manchen Ehen, hat es schon alleine das Aussprechen der Idee, hat
hat den anderen narzisstisch schon so verletzt, dass die irgendwie nach einem halben Jahr eine Scheidung hat. Ja, wie Pera Berus bis hierher der große Verrat. Irgendwelche Verständnisfragen? Oder heilt ihr jetzt die DDR? Interessant ist, dass ich zum Anfang nur angebliche Opfer hatte. Nur angebliche Opfer. Weil ich einfach gegen dieses Verratsthema wahrscheinlich selbst noch so einen Schatten hatte. Und dann habe ich diesen Schatten mehr angenommen, mehr integriert, bin in der Reinkarnationstherapie meinen eigenen Leben begegnet, wo ich furchtbar verraten habe. Ich hatte ein Leben, da war ich junger israelischer Geheimagent im Krieg und sollte jüdische Kinder aus Hamburg rausholen. Und bin dann aber gefasst worden und die Gestapo hat mich gefoltert, indem sie mir meine Zähne angebohrt hat. Und nach dem vierten Zahn habe ich alle meine Leute verraten, die dann alle umgekommen sind. Ich konnte jahrelang keine Zahnbohrer hören. Weil mich das Schlimmste, was es gibt. Also es gibt in meinem Leben sehr viel Verrat, denn soll ich angeblich ein Teil der Felix Dzerzhinsky-Seele gewesen sein? Also das sind alles schon sehr schwierige Geschichten. Und irgendwann kam aber der erste Patient zu mir und hat mir gesagt, Herr Krüger, ich brauche Ihre Hilfe, ich habe ein Problem. Ich war bei der Stasi. Ich hatte hier einen Schüler, einen ganz tollen Schüler, den ich sehr gemocht habe. Kein Mensch hätte das bei dem geglaubt, der sah aus wie ein Hippie. Der war Japanologe. Vater war NVA-General und er war einer der ganz wenigen Menschen, die Japanologie studieren durften. Und während des Studiums wurde er vorgeladen zum NSF. Ganz netter Mann. Und der sagte, wir haben viel mit Ihnen vor, wir haben wirklich viel mit Ihnen vor. Sie könnten, wenn Sie fertig sind mit dem Studium, Kulturattaché der DDR in Japan werden, könnten sich ganz Ihren Japan-Studien widmen, ganz toll. Wunderbare Villa in Tokio, alles nur vom Feinsten, Bestkontakte. Aber wir hätten da eine Bitte. Wir wollen von einer Auslandsermittlung, wie hieß dieser nette Mann von der Stasi? Der die Auslandsgeschichte... Wolf, ja. Der hat ihn dann auch noch aufgesucht. Sehr nett, sehr loyal, alter Spanier. So, ja. Hat gesagt, Sie kommen ja nur aus einer antifaschistischen Familie. Ihr Vater war am Guadalajara mit Ernst Busch. Also das klappt alles. Sie machen hier super Studium und Sie werden Kulturattaché, aber Sie bauen bitte dann nebenbei die Auslandsvertretung, unser Aufklärer in Japan auf. Das hat er aber nicht gepackt, glaube ich. Hat er nicht gepackt? Eine Woche bevor er nach Japan fahren sollte, war die Wende. Ich wollte gerade sagen, das hat er nicht gepackt. Nee. Das geht. Ja. Und dann hat der mir, erzählt, wie er geschult wurde. Ja. Der wurde 5 Jahre lang während seines Studiums von seinem Führungsoffizier jede Woche 5 Stunden geschult. Hatte damals schon als Student militärische Grade, hat schon als Student ein Gehalt gekriegt vom NSF. Und als er dann irgendwann Leutnant wurde, kam Erich vorbei. Hat ihn gratuliert und hat ihn gefragt, was Prost auf Japanisch heißt. Es war für ihn sehr desillusionierend, weil Erich war an diesem Abend sehr besoffen. Sehr besoffen. Ja. Für den brach dann natürlich total die Welt zusammen, hat sich als absoluter Versager gefühlt, ist auch nie wieder auf die Beine gekommen, kam dann zu uns an die Schule, hat sich mir irgendwann mal offenbart, dann habe ich ihm Viperei gegeben und es hat ihm wahnsinnig gut geholfen, einfach wieder in die Spur zu kommen, ist dann Heilpraktiker geworden. Ist dann aber ins Ausland gegangen, arbeitet da halt teilweise als Heilpraktiker, teilweise als Japanologe.
Aber dem hat Wieperer wirklich sein Leben wieder zurückgegeben. Ne? Also was ich ja so schwierig finde, ist, ich bin ja so eine Plaudertasche. Ich könnte diese Geheimnisse gar nicht bei mir behalten. Ich hätte auch Angst, im Traum zu sprechen irgendwie. Ja, sowas. Aber als Zwischen-Ihren ist doch perfekt sowas. Als zwischen ihr. Naja, er ist ja die Botschaft vorbei durch. Ja, ist doch klar. Ja, weißt du, ich muss mal überlegen, wie ich dich später integriere noch besser. Ulrich, mein Ulrich. Ja. Wir werden mein Bett jetzt mal nach Verwandzung absuchen, ja? Ich habe es sein lassen, wo ich dachte, die Information kenne ich schon. Die kennst du alle. Du weißt sowieso alles von mir. Außerdem erzähle ich ja sowieso alles freiwillig, selbst ohne Drogen. Gut, ja, gibt es noch Fragen zu Viperabeus? Irgendwas, was er zu Viperabeus noch hören möchte? Gut, Sandra, nächstes Mittel. Sandra gibt dieses Wochenende die Mittelreihenfolge vor. Ich hätte gerne Modalitäten zu Viperabeus. Du, gibt's wenig. Gibt's wenig. Es ist kein kleines Mittel, sondern ein riesiges Mittel. Also das, die Hälfte der DDR braucht dieses Mittel. Aber wir wissen von Viperer jetzt nicht, ob besser durch Luftzug oder... Darum geht es da auch nicht. Ne? Du guckst dir das Thema an. Man, natürlich wird es bestimmte Modalitäten geben. Welche Arzneimittellehre hast du? Morrison. Im Morrison, ich weiß gar nicht, steht es im Morrison drin? Ich glaube ja. Steht gar nicht drin im Morrison? Gut, dann geh in, hast du ein Handy? Mhm. Dann geh, hast du Wikipedia, hast du Homeo-Wiki? Nicht Homeo-Wiki? Aber die Fraser hat es bei sich schon drin. Ich habe die Bücher von dem Fraser an und da ist auch ganz viel Selbstunterdrückung. Ja, aber es geht ja darum, dass sie jetzt da rankommt an solche Informationen. Dann schicke ich dir das. Ja, oder Internet. Homeo-Wiki ist die kompletteste Arzneimittellehre, die es gibt. Es ist eine total tolle Arzneimittellehre. Homeo-Wiki und dann gibst du einen Viperabeus und dann kriegst du auch Modalitäten. Ich weiß das deswegen nicht, weil ich so nicht arbeite. Also ich gebe zwar manchmal ein paar Modalitäten ein, aber die Modalitäten sind in meiner Arzneimittelfindung relativ unwichtig. Ich versuche immer das Thema zu begreifen und ich verordne eher themenorientiert. Verrat, Stasi, Schlangenthema, zweifelt an grundsätzlichen sowas. Aber ich weiß jetzt nicht, ob Viperabeus lieber Stachelbeeren oder Aprikosen. Aber dazu hast du ja auch diese tollen Arzneimittellehren. Ich habe nochmal eine Frage dazu. Was ist denn mit Angst, dass man hintergangen wird? Ist das auch ein Thema? Kann auch ein großes Viperatheram-Thema sein. Ich habe Patienten gehabt, wo es denn schon ins Psychotische ging, die denn im Fell ihres Hundes Mikrofone fanden. Oder die Wahnidee hatten, dass sie sie fanden. Also das kann auch, wie besonders wenn die eben denken, das ist was mit Stasi. Also wenn immer, es gibt ja auch total viele Wahnhafte, die irgendwie Wähne haben, irgendwie mit Stasi, auch an Viperer denken. Auf die Gestapo übertragen? Das lässt sich auf die Gestapo hinaus. Es ist die Wahnidee, dass gegen dich eine Intrige läuft, die Wahnidee, dass du von Geheimdiensten, alles sowas. Aber eben auch, wenn es real passiert ist. Ich meine, wie viele Menschen da drüben sind denn beschattet von unendlichen Mengen? Und ich meine, wenn wir jetzt mal miasmatisch denken, ist da in 50 Jahren ein Viperamiasma entstanden. Das ist nicht, und da ist auch niemand, der sich da völlig rausnehmen kann. Das ist ein Miasma. Und das erklärt auch jetzt ganz viel. Ich meine, einer unserer Schüler hier, wirklich ein toller Kopf, ein ganz liberaler Mensch, hat nach der Wende wirklich ans Gute geglaubt.